So, es geht endlich mal wieder weiter mit Minecraft. Tada! Und zwar, ich habe für heute nichts Besonderes. Ich habe meine Brücke jetzt soweit fertig. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, Mist, ich hätte sie eins höher bauen können, außerhalb des Wassers. Aber so ist es jetzt und so bleibt sie jetzt. So, sieht von der Ferne eigentlich ganz nett aus. Und habe ich noch ein paar Werkzeuge, vielleicht noch na, 1, 2, 3, 4 Schaufeln, zweimal Gold mit Unbreaking, das müsste eigentlich eine Zeit lang reichen. Und zwar will ich heute noch mal eine kleine Tour machen. Haha. Wie viel Platz habe ich denn? Hier lauter. So, besser. Okay. Dann. Ach ja, schön gemütlich. Okay, es sind Fische, keine Füchse, ausnahmsweise mal. Und zwar fahren wir in irgendeine beliebige Richtung. Es wird wahrscheinlich jetzt schon mal wieder dunkel, ich kenne das ja. Es wird immer dunkel, wenn ich losfahre. Ich möchte einfach nur die Welt ein bisschen, ich fahre mal so in die Richtung, die Welt ein bisschen erkunden. Es gibt ja noch ein bisschen neue Sachen, die ich mir gerne angucken will. Vielleicht finde ich ja noch was. Ich würde gerne mal so einen Amethyst finden. Für den habe ich auch eine Eisenspitzhacke dabei. Dum, dum. So, ich finde eine Rüstung an. Okay. Nein, das ist das, was ich wollte. Ich glaube so. Ah, so geht's. Seht ihr, es wird dunkel. Oder? Nee, man weiß es noch nicht. Ich habe ja nichts Besonderes vor, also kann ich gerne mal hier so an dem Sumpfgebiet langfahren. Aber ja, nicht. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der Regen vorbei ist. Ups. Voll durch. Boink, boink. Boink. Eine Kuh. Eine einsame Kuh. Das kann auch gerne noch so bleiben. Tschüss. Das ist so schön bequem. Ich brauche nur noch mal was zu erzählen. Was gibt es denn für Themen, über die ich noch nicht referiert habe? Eis. 7% des Eisberges sind nur über Wasser zu sehen. Der überwiegende Teil ist unten drunter. Das Gute ist, ich habe nur so klein, sorry, ein kleines Mini-Bötchen. Und hui, warte, habe ich irgendwas gesehen? Das kann aber auch nur... Nein, das ist nur Sand. Na, vielleicht wird man hier einen Eisbären. Früher in der Grundschule haben manche Leute gesagt, es schneit. Das fand ich immer ganz furchtbar. Ah, es ist der Eisbären. Könnte man ja fast zähmen. Aber nur fast. Ich suche mir hier jetzt mal eine Höhle. Zum Beispiel die da.
das eine? Ja, das ist doch schön. Moment. Na toll. Leck. Ganz toll. So. Eisen. Hoffe ich, dass mir kein Creeper oder irgendwas in den Rücken fällt. So, ui. Ui. Natürlich ein alter Minenschacht. Bevor ich da mal runtergehe. Was habe ich denn da gefunden? Ne? Skelette? Böse, böse. So. Ein Stuff. Ich möchte gerne. Warte. Nicht gleich da. Ja, aber sehr schön. Das ist gleich die richtige Höhe. Das ist ja auch eine Sackgasse. Sieht fast so aus. Jupp. Okay. Wie viele Spitzhacken habe ich denn dabei? Ist nicht so mega. Oh doch, ein bisschen. Kohle. Holz habe ich nicht dabei. Vielleicht sollte ich draußen kurz noch ein, zwei Bäumchen wegmachen, damit ich neue Fackeln bauen kann. Beziehungsweise ich habe einen Minenschacht. Da gibt es ja auch Holz. So. Dass ich nicht gerade in die Skelette reinrenne. Zeugs. Kupfer. Okay, erstmal brauche ich aber ein bisschen Holz. 4, 5, 6. Ja, da. Ganz schön viel Kohle. So. Okay. Erstmal das da. Gut. Das nehmen wir auch noch mit. Ich möchte eigentlich ein bisschen Erde und Sand wie immer auch mit heimbringen. Ich möchte gerne ein, zwei Erdhöhlen auch für meine Füchse bauen. Die haben nämlich noch keine. Und das geht gar nicht. Die
armen kleinen Füchse. Okay. Darunter gehe ich noch nicht. Vielleicht gleich. Muss nur sicher gehen, dass hier mir nichts den Weg abschneiden kann. Gehen wir noch ein. Was haben wir da? Kohle. Fackeln, Nametag. Mehr Fackeln. Powered Rail. Die nehme ich auch mal mit. Ich bin schon fast wieder voll. Ganz fantastisch. Bitte. Die brauche ich nicht. Das ist mal sehr nah. Ah, hier bin ich rausgekommen. Nicht rennen geht in dem Spiel anders. Nicht rein. Drei Creeper? Das ist ganz schön viel. Na? Nicht explodiert. Sehr schön. Könnte der jetzt mal einer von den beiden von den dreien umfallen. Mann. Einer weg. Zwei weg. Na ja, klar. Wow, was zum Geier. Okay. Wow. Gibt sicherere Orte für mich. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo Spinne? Ich habe leider kein Schwert mehr dabei. Das heißt, ich muss vielleicht auch eine Werkbank mehr machen. Das Licht her. Sonst bin ich von der Fackel. Wo kommt denn das Licht her? Rätsel, die man nicht so einfach lösen kann. Ich hätte ja schon gerne so mal so ein Amethyst. Silk Touch. Mein Gott. Ich würde diese Höhlenpilze ja schon gerne mitnehmen.
Mal gucken, ob ich den brauche. Autsch. Damn. Ich weiß, ich bin sehr still momentan, aber das macht nichts. Ich konzentriere mich einfach nur aufs Spielen, aufs Erforschen und Farmen. Und aufs Erschlagen werden von dem bescheuerten Shitgut. So kann ich mir auch schaden. Wenigstens ist das nicht mehr so ein Insta-Death wie früher. Ist man da, glaube ich, schneller dran gestorben. So. Das wird hier raus. So viel Essen habe ich gar nicht mehr. Mhm. Ich kann echt nur mal überlegen, wo ich herkam ursprünglich. Hier könnte sein. Ah ja. Mies. So. Und so. Geht. Von da komme ich her. So. Karotten. So, was will ich denn? Das da kann ich benutzen. Oh, warte, ich habe ja das Zeugs. Hier ist Meer oder sowas an Grenzung. Ob es hier noch was gibt? Nope, gibt es nicht. Na gut. Ich meine, ich könnte mich jetzt hier stundenlang aufhalten, was ich vermeiden will. Ich kann an der Oberfläche noch ein bisschen Zeugs mitnehmen. Ich will ja einfach nur die Welt ein bisschen kennenlernen noch. Gibt ja noch genug Sachen, die ich... Kein Wasser? Okay. Wasser? Nein? Sehr schön. Haha. Und ich habe es geschafft, ohne das Meer hier in die Höhle reinlaufen zu lassen. Was sogar ziemlich cool aussehen könnte. Gott, ich bleib noch ein bisschen an Land und... Schau mich um. Ich wollte einen Baum machen.
Wenn ich einen einzelnen finde, der ist zum Beispiel ganz gut. Ein paar Fackeln noch herstellen. Oh, ich habe noch welche von denen. So, ich habe keinen Platz mehr. Wenn ich noch was zu essen brauche. So. Ein Baum. Und im Zuge der Bewaldung der Minecraft-Welt gibt es dann hier auch noch einen. Sehr schön. Okay. Dann gucke ich mich jetzt mal weiter in der Welt um. Müh. Schön hier. Ich mag die Gegend. Also dieses Dings da und dann mit dem Cobblestone hier. Ist hier eigentlich fast nach einer Struktur aus? Kann man hier nicht was finden? Naja, gibt es ja öfters. Ich würde gerne mal so ein Woodland-Haus finden. Da habe ich noch nie eine gefunden. So eine Villa, irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ich laufe hier einfach ziellos durch die Gegend, wie man sieht. Pilze. Bäume. Wir hatten doch gerade erst Regen. So. Mach dir mal bitte. Das Krasse in dem Spiel ist, immer wenn man Regen, es gibt ja den Konsolenbefehl Toggle Downfall. Und wenn man den verwendet, dann regnet es nach einer Minute wieder. Also die verlässlichste Methode, um Regen loszuwerden, ist wirklich zu schlafen oder so einfach sich ausregnen zu lassen. Zusammenfassen später. Und Werkzeug und so anderen Krams. Ich laufe hier komplett ziellos durch die Karte, also wie man sieht. Das Spiel produziert schon manchmal sehr seltsame Löcher im Boden. Das Creepy, was ich am creepiesten fand, hatte ich einmal eine schöne Insel. Karte, auf der wir angefangen haben. Und da war einfach einmal ein Loch im Boden. Und das ging da einfach 20, 30 Blöcke runter. Und das fand ich total creepy. Wenn ich mir vorstelle, so ein Loch in der Realität und du fällst da rein, so dass du kaum Bewegungsfreiheit hast, um da nochmal rauszuklettern, kannst du dich an der Wand versuchen, dich hinzustemmen, dann geht das schon irgendwie. Aber das ist sehr beengt und das da würde ich, glaube ich, echt Panik kriegen in so einem Loch. Das ist auch schön, so eine Mini-Insel. See. Der Regen ist leider etwas lästig, muss ich sagen. So. Ziellos durch die Gegend. Okay.
würde gerne mehr Strukturen finden. Das Spiel dürfte ruhig mehr solche Sachen generieren. Na, jetzt finde ich Bienenstöcke. Jetzt runter. So. Dann geht's wieder hoch. So. Autsch. Okay. Es wird dunkel. Das Gute ist, dass der Regen gleich aufhört, wenn ich mich ins Bettchen begebe. Und guten Morgen. Lass es einen schönen sonnigen Tag werden. Ha. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich mein Boot jetzt gelassen habe. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier... Ah, jetzt habe ich es gefunden. Die ganze Zeit am Kinn irgendwo so ein Haar hängen gab, das mich wahnsinnig gemacht. Jetzt ist es weg. Oh, habe ich schon einen Block voll? Okay, ein bisschen großzügiger. Erde mitnehmen. So, ein bisschen Stein möchte ich auch noch dabei haben. So, bloß keine Blumen. Von denen habe ich noch genügend. Was für eine schöne weite Strecke ich hier gerade zurücklege. Ein Huhn. Da. Okay. So wird man den Scheiß auch los. Manchmal ist der Hunger, den es verursacht, geringer als... also manchmal reicht es, dass man auf vollem Essen ist hinterher. Na, siehst du, jetzt bin ich sogar voll mit dem Essen. So, jetzt komme ich gleich zurück und bin wieder an meinem Boot oder so. Kann jetzt natürlich ein anderes Biom sein. Ich laufe ja komplett ziellos durch die Gegend.
Kapuzenwurm, Kapuzenwurm. Kapuzenwurm, Kapuzenwurm. La 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 la. Meine Frau hat gesagt, ich soll wieder mehr singen. So, gucke ich mich einmal hier an dieser schönen Küste um. Das ist nicht die... Oh. Das ist nicht die Stelle, an der ich ausgestiegen bin. Aber guck mal. Das ist fast die Stelle, an der ich ausgestiegen bin, würde ich sagen. Ich gucke mal, ob ich da hinten ausgestiegen bin oder... Blub, 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 blub. Wenn ich mein Boot jetzt finde, dann steige ich ein und fahre nochmal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Tada! Ich habe gedacht, ich würde weiterlaufen. Und bin tatsächlich einmal im Kreis gelaufen. Ups, komm her. So ist gut. So ein braver. So ein braver Sandblock. Ja, hallo Boot. Hast du mich vermisst? Ich hab dich ein bisschen vermisst. Ach, ist ein Schneeblock da oben. Ich dachte, das wäre ein zweiter Eisbär. So geht das nicht. Schon besser. Das lasse ich. Schöne kleine Mini-Insel, die so ein bisschen im Wasser schwebt. Manchmal vermisse ich ja schon Sonne, Sommer, Strandgefühl. Dann früher immer in Südfrankreich Urlaub gemacht, so als ich noch Kind und Jugendlicher war. So die ganze Familie, Vater, Mutter, Schwester. Und das war schön da. Das war Atlantik, also mit Wellen. Und sind wir dann halt auch jeden Tag zum Strand gegangen. Und ich war dann entweder immer hinten an den Dünen, habe im Sand gespielt. Total faszinierend. Das wurde halt damals auch schon, 80er Jahre ungefähr, immer schon Plastik auch angespült. Das hat sich immer hinten an den Dünen gesammelt. Ich vermute, dass es heute ein größeres Problem ist, aber es ist nicht nur ein Problem des 21. Jahrhunderts. Und dann halt immer mit Plastik. Damals habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Klar, da war ich 10 Jahre alt. So Pi mal Daumen. Also zwischen 5 und 15 war so die Zeit, wo ich da war. Und wie gesagt, keine Gedanken darüber gemacht, dass da schon Plastik rumliegt. Und für mich war es immer Spielzeug. Halt irgendwelche Plastikdeckel und Holz hat man halt gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit alles gemacht habe. Einfach geguckt, was man so für Fundsachen quasi da so hat. Und naja, immer sehr faszinierend. Und jo, auf jeden Fall war es immer sehr schön da. Also Strand, heißer Sand, je nach Temperatur. Und Meereswasser, das halt eklig salzig schmeckt. Das halt salzig schmeckt und ploink, ploink. Aber halt auch schön die Wellen, wo man dann sich da reinschmeißen konnte in die Wellen und mit den Wellen mitschwimmen und lauter so Sachen. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo... Okay. Wo die Wellen an einem Tag ultra hoch waren. Und das war sicherlich nicht ungefährlich, da war ich schon ein bisschen älter, also müsste ich schon so 15 gewesen sein. Die Wellen waren da ultra hoch. Und da hat man sich immer mittreiben lassen. Man musste gucken, dass man nicht über die Brandung kommt, wenn gerade so eine Welle ist. Sonst wäre man da schon so aus 2-3 Metern eventuell runtergeschleudert worden. Da muss man halt auch aufpassen, ist nicht ganz ungefährlich.
Gibt natürlich auch Strandwache und Zeugs, aber die Sicherheit des Einzelnen obliegt natürlich erstmal dem Schwimmer selbst. Und es war aber dann cool, dann konnte man so, also für mich war es dann irgendwie, oh, es war bestimmt 5 Meter so hoch. War das garantiert nicht. Aber gefühlt konnte ich dann hinten, waren am Strand dann die Dünen. Und konnte man schön auf die Düne drauf gucken, dann bei diesen hohen Wellen. Das war schon ganz nettes Gefühl. Und ja, wir hatten da so einen Campingplatz, so einen Stammcampingplatz, wo wir auch unseren Stammplatz hatten, wo wir jedes Jahr für 3 Wochen Urlaub gemacht hatten an der Stelle. Es waren halt Sommerferien, meine Eltern waren beide Lehrer, das heißt, die hatten zur selben Zeit auch Urlaub. Und war immer so 1,5 Tage Fahrt, bis man da war. Es geht wieder die Sonne unter. Sind echt blöd. Ah, vorne, ein kurzes Bettchen aufbauen. Und noch eine neue Schaufel. Genau. Und genau, auf dem Campingplatz selbst konnte ich dann auch immer mich beschäftigen. Da war unten so ein Restaurant und die hatten immer ein paar Spielautomaten da stehen, Computerspiele. Und da habe ich natürlich rumgehangen den ganzen Tag, wenn ich nichts zu tun hatte, beziehungsweise, na, wie hieß es? Wie heißt es? War ich dann auf dem Campingplatz selbst, da gab es immer genug zu tun, da sind wir mit dem Fahrrad rumgefahren und ja. Aber das Highlight war halt jeden Tag auch dann 2-3 Stündchen zum Strand. Und ja, je älter man wurde, desto selbstständiger durften natürlich meine Schwester und ich mal Sachen machen. Und dann hat man Campingplatzbekanntschaften, hat man Leute kennengelernt. Oder ich bin ja sowieso immer ein bisschen eigenbrötlerisch. Also ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Entweder im Zelt rumgesessen, irgendwas gemalt oder gespielt. Oder halt, wie gesagt, unten in diesem Restaurant an den Spielautomaten rumgehangen. Da waren immer Leute auch. Meistens hat man sich dann so die gleichsprachigen, gab ja auch andere deutschsprachige Urlauber, rausgepickt. Hatte nie groß Lust, Französisch zu reden. Konnte Französisch ein bisschen. Aber, ja, genau. Und das war immer sehr, sehr schön. Also mir ist nie langweilig geworden. Und das letzte Mal waren wir jetzt da. Oh Gott, das ist auch schon fast wieder 20 Jahre her. Das ist unglaublich. Wo ich dann schon erwachsen war. Meine Schwester mit ihrem damaligen Freund, jetzt Ehemann. Und noch dessen Bruder und noch eine Freundin von meiner Schwester. Und waren wir zu 5 da unten. Nochmal in Nostalgie schwelgen. Und das war sehr, sehr schön. Also bin dann noch eines Abends am Strand geblieben, bis die Sonne untergegangen ist und hab dann den Strand in kompletter Alleinatmosphäre genossen, was auch eine schöne Erfahrung war. Und ja, also super. Ich muss da vielleicht nochmal hin, bevor ich irgendwann mal abnippel. Dauert jetzt hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte, aber genau, irgendwann nochmal. So. Wie viel habe ich denn jetzt? 61, okay, noch 3 Stück. 62, 63. Ne? Schöne Landschaft. Da ist noch eine Einkerbung im Boden. Ja, und so habe ich im Urlaub auch, weil ich ja eh schon von klein auf immer gerne mit Computerspielen hantiert habe, damals Atari-Konsole, habe ich ganz viele Arcade-Spiele damals kennengelernt. Also das hat angefangen mit Terra Cresta. Das kennt wahrscheinlich kaum jemand mehr heutzutage. So ein Top-Down-Scroller, Raumschiff, Ballerei mit ein paar kleinen Upgrades drin. Dann halt so ein paar Klassiker wie Golden Axe habe ich kennengelernt. Double Dragon, uralt Spiel. Anfang 80er muss es gewesen sein. Mitte 80er.
Und Shinobi Street Fighter 2. Street Fighter 2, was gibt's denn noch für Spiele? Hang On. Hang On war ein Motorradspiel, Motorradrennen. Outrun, ein Autorennen quasi. Ein sehr relaxed dreinblickender Fahrer. Alles Sprite-Grafik. Also nichts mit 3D und Zeugs, das gab es später. Es war so, wann ist 3D-Grafik aufgekommen? Mitte der 90er wurde die langsam populär. Aber da hatte ich schon nicht mehr so viel mit Automatenspielen zu tun, mit den Arcade-Games. Da habe ich mich dann eher für eigene Computer interessiert. Und also Entwicklung der Computerspiele ist sowieso cool. Ich habe es noch nicht, ich habe es nicht ganz von Anfang an mitbekommen, aber noch die späten Anfänge noch so gerade so mitbekommen. Also wie gesagt, so das Atari, wo muss man sich mal vorstellen, 4 Kilobyte glaube ich oder 16 Kilobyte, ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf einer solchen Cartridge, die waren so groß, diese Dinger, drauf war, diese Spiele-Cartridges, das war schon total faszinierend, so mit Centipede und ein Pac-Man habe ich natürlich gehabt und tausende von Spielen, die dann einfach angefangen haben, sich zu wiederholen, einfach nur mit einem leicht höheren Schwierigkeitsgrad, mit keiner nennenswerten tollen Grafik. Aber anders ging es halt auch nicht. Na, jetzt kann ich ein bisschen was mitnehmen. Also die Technik war da einfach bei weitem nicht so weit. Und ja, wie gesagt, dieses Atari 2000 oder Atari 2600, was ich hatte. Das war so die erste Spielekonsole, die ich meinen eigenen nennen durfte. So, 38. Och, wo auch immer ich jetzt ausgestiegen bin. Wenn nicht, baue ich mal ein neues Boot. Ich habe ein bisschen Holz gerade geschlagen. Ich wollte dann immer konsolentechnisch gerne noch ein NES. Noch nicht mal das Super NES. Super NES, beste Konsole ihrer Zeit, finde ich. Wollte ich haben, da gab es dann so Sachen wie Monster, Wonderboy Monsterland, so rum. Also Wonderboy-Serie, gab es mehrere Spiele davon. Oh ja, Cream Beret, auch ein interessantes Spiel. So. Sand will ich auch noch mitnehmen. Dann mache ich mich auch langsam auf die Rückreise. Habe ja nichts gemacht, außer heute erforscht. Aber es ist halt nicht so viel. Ich habe irgendwann mal ein Gronkh-Let's Play geguckt. Minecraft. Und da hat er sich so viele Add-ons installiert. Meiner Ansicht nach waren es zu viele Add-ons. Er hat so viel... Das habe ich dann Erde-Packen angefangen. Mir wäre es zu viel gewesen, weil er konnte viele Sachen gar nicht richtig ausreizen. Aber waren coole Sachen dabei. Es waren so viele Strukturen auf der Welt, also er hat immer irgendwas gefunden. Und sowas wäre für mich auch gar nicht so schlecht. Ich habe doch kein einziges Dorf jetzt gefunden seit dem Reset auf die 1.17er. Genau, also was gab es noch für Konsolen damals? Wie gesagt, das NES, dann irgendwann das Super NES, das war schon Mitte der 90er, da war bei mir
mit an Konsole schon nicht mehr viel zu denken. Dann so die erste Handheld, die populär war, der Game Boy von Nintendo. Ich wollte meinen haben, ich durfte nicht. Sehr schade, ich war sehr traurig. Aber so war das dann halt damals. Und so. Keine Ahnung, wo ich mein Boot jetzt hingestellt habe. Sollte vielleicht mal die verwenden. Warte, die sind beide unbreaking. Krass. Genau, und dann habe ich auch noch in den 80ern haben wir einen Amiga bekommen. Ein extrem cooler Computer. Gerade für die damalige Zeit. Also, das war ein deutlich besserer C64. Der hatte so ein bisschen den Nachteil, dass der halt erst das Betriebssystem, dass man nichts machen konnte. Das war so. C64 hast du angemacht und konntest direkt programmieren, was total cool war. In Basic. Wow, geht das schnell. Und das ging auf dem Amiga nicht mehr. Musste man immer irgendeine Diskette direkt einlegen und dann konntest du erst Sachen machen. Da hat man sich irgendwann dann gewöhnt gehabt. C64 habe ich nie gehabt. Ich wollte immer einen haben, aber dann wurde es dieser Amiga. Und glaube, die Sonne geht wieder unter. Geht noch nicht. Okay. Ich mal gucken, ob man die zusammenlegen kann. Geil, es geht sogar. Bitte eine normale draus, muss man aufpassen. Scheiße. Na, erstmal schlafen. So. Die da wird jetzt zusammengefasst. So. Ups. kein Platz mehr. Okay, jetzt habe ich noch Erde, die ich abbauen kann. Ich mache jetzt hier einfach. Ich verbrauche jetzt nochmal alles. Genau, und dann Computer. Dann habe ich angefangen, mir meine eigenen Computer zu kaufen in den 90er Jahren. Also meinen ersten PC. Das war so Anfang, Mitte 90er, was natürlich ultra viel Geld gekostet hat, das ich nicht hatte. Habe ich dann mit Nebenjobs mir so ein bisschen was dafür zuverdient. Aua? Hallo Höhle? Wir brauchen ja auch den Platz im Inventar. Genau. Meinen ersten Computer habe ich so viertelwegs geschrottet. Genauso wie diese arme, unbetuchte, unbedarfte Schaufel. Der Unterschied in der Geschwindigkeit ist schon sehr, sehr deutlich spürbar. So, ein bisschen Sand hätte ich gerne. Genau, und zwar hatte ich den offen, weil ich irgendwann mal irgendwelche Teile ausgetauscht habe.
Und habe dann im laufenden Betrieb das Ding offen gehabt und irgendein Kabel nach innen gemacht. Und das war eins mit einem Anschluss, da muss irgendwo ein Funke übergesprungen sein. Und da hat es dann Batsch gemacht. Ich glaube, es ist auch die Sicherung vom Haus erstmal rausgeflogen. Und dann waren einige Sachen kaputt. Also der Soundblaster ging gar nicht mehr. Musste ich eine Zeit lang ohne Sound spielen. Das Motherboard war, glaube ich, auch geschrottet. Ich habe mir dann ein neues gekauft. Und irgendwas, ich weiß nicht, ob es, sobald der Soundblaster angeschlossen hat, ist der Computer noch nicht mehr hochgefahren, richtig. Da war nichts mehr zu wollen. Und dann habe ich mir, wie gesagt, den Soundblaster ausgebaut. Hab mir ein Motherboard, weil es damit ein bisschen gesponnen hat, nochmal zugelegt, neues, und dann ging es wieder. Dann habe ich irgendwann noch die Grafikkarte ausgetauscht, dann hatte ich wieder einen einigermaßen sinnvollen Computer, dann habe ich mir sogar ein Motherboard mit Onboard-Sound gekauft. War das damals schon? Weiß ich gar nicht, also weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich später dann. Oh, ich brauche mir da hinten mein eigenes Brot. Naja, und irgendwann habe ich mir dann den immer aufgerüstet und Festplatten. Und dann hatte ich so meinen Computer mit dem großen Tower eine ganze Zeit lang, bis ich mir dann 2004 oder 2005 iMacs gekauft habe. Und das ist so. Da waren die Anfänge des Computers schon lange, lange vorbei. So. 5, 6. So, wie schaut es hier aus? Ein Stack würde sogar noch gehen. Brauchen wir doch erstmal. So, ich brauche ein Lötchen. Da, schön in die Mitte. So, wir wollen ja kein Holz verschwenden. So, was habe ich denn jetzt noch an Platz? Ein bisschen. Davon geht noch und das kann ich wegschmeißen. Naja, das ist eine schöne kleine Insel, die bleibt so, wie sie ist. Ja, so waren das die Anfänge bis zu heutigen Computern. Jetzt sitze ich hier in meinem Bettchen mit einem Laptop, der ist. Ja, so ein knappes halbes Jahr habe ich den jetzt. Und es macht mein Leben echt bequemer. Und ich werde fauler dadurch. Ich glaube, hier hebe ich es die oberste Schicht ab. Genau, also um aufs Thema 3D-Grafik gerade zurückzukommen, die kam so, ja, Mitte der 90er, würde ich sagen, kam die langsam auf. Also die ersten Spiele, die ich mit 3D-Grafik gespielt habe, waren Quake 1. Also da hat ID Soft bei mir ganze Arbeit geleistet. Beziehungsweise Quatsch. 3D-Grafik gab es natürlich vorher schon. Mit Doom. Jetzt habe ich aber keine Schaufel mehr. So, wo ist mein Boot? Oh, guck mal. So. Da habe ich ihn jetzt. 1, 2, 3. Oh. Gut. Na, kann man auch was machen. Beim nächsten Mal. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich in die richtige Richtung fahre. Instinktiv würde ich sagen, nach da, aber ich gucke mal nach. Ach, so weit bin ich gar nicht von zu Hause weg. Moment. So, da will ich lang.
Tschüss. Tschüss. Vorne sieht man wahrscheinlich schon meine Inseln um meine Hauptinsel rum. Das ist auch ein interessanter Abgrund da drinnen. Und da haben wir es schon. Ich fahre mal gerade in die Richtung. Was ist das? So. Ne? Schon schön bevölkert diese Insel und bebaut. War ja klar. So. Quietsch. Quietsch. Nein, nein, nein. Da rein. Für komische Geräusche ihr macht. So, zu. Ich renne die ganze Zeit. Ah, hat irgendwie das Rennen festgehangen. Tiu, tiu. Okay, genau, 3D-Grafik. Also, wenn ich so an Doom denke, oder Wolfenstein 3D, so das allererste, mit Hallo, süß, cool, er schnarcht. Gleich. Voll süß. Und kann noch die Sachen verstauen. Was habe ich denn? Genau, also das erste, was mir einfällt, ist Wolfenstein 3D. Das habe ich selbst gespielt, als es rauskam. Mein erstes Spiel mit echter 3D-Grafik war das Doom. Da waren die Monster und die Charaktere noch alles Sprite-Grafik, was ich total faszinierend finde. Damals hatte ich noch keine Ahnung von der ganzen Materie. Lange Duke Nukem 3D gespielt, also diese ganzen typischen 3D-Shooter, die damals sehr populär waren. Werkzeug. Achso, ja. Holz und anderes Zeugs. Da, ne? So. Jetzt habe ich doch 37 von diesen Dingern eingesammelt. Ist ja mal was. Kann ich gleich oben mal einen See, zwei, drei anpflanzen. So, oh ja, Kupfer. Steinschaufel, Silk Touch. Die kommt auch erstmal in Sicherheit. So, die kann ich mal verbrauchen. Holz. Genau, und die ersten Spiele mit echter 3D-Grafik, wo auch wo wirklich alles 3D-Objekte waren, das war halt Quake. Da habe ich gedacht, die Grafik ist irgendwie schlechter als früher, weil dann diese ersten Objekte mit sehr wenig Polygonen auskommen mussten, weil die Performance halt noch nicht so mega hoch war. Es hat dann auch mal ein bisschen gedauert, bis ich erstmal verstanden habe, wie das überhaupt funktioniert mit dieser 3D-Grafik. Ich hatte keine Ahnung von der Technik. Mittlerweile weiß ich das einigermaßen. Und ich muss mir noch ein Schwert bauen. So, das ist es nicht. Doch, das ist es. Holzmäßig sieht es auch wieder gut aus. Hier ist auch alles toll. Sehr schön. Genau. Die Schere kommt hinten wieder zum Bauernhof zurück. Wo ist mein... Da ist mein Cola.
Genau, was mit 3D-Grafik funktioniert und als dann irgendwann so nach und nach die Grafikobjekte besser wurden, also Quake 2 sah dann schon verhältnismäßig gut aus und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann wieder wohlgefühlt in der Grafik. So. Noch ein bisschen können wir noch Sachen hier reinschmeißen. So, 2. Ertrunkener Gegner auf Keks jetzt schon. So. Warte. Genau. Oh, es ist sogar ein Zombie-Kid. Ja. Das war so ein kurzer Abriss meiner Entwicklungsgeschichte von der Computer-Frühzeit ins heutige 2021. Bin auch immer bei Computern geblieben, also Bücher habe ich gelesen früher, aber sobald es dann Computer gab, ich war halt immer schon ein Spielkind. Haha. Habe ich Bücher fast nicht mehr angeguckt. Und dann einfach kein Interesse dafür entwickelt im Erwachsenenalter. Das war dann so, als mein Onkel damals mit seiner Konsole irgendwann mal angekommen ist zu seiner Mutter, also meiner Großmutter. Und dann diese Spiele reingemacht, hatte ich so, boah, toll. Da war ich 8 oder so, oder 9. So. Okay, was ich mit den restlichen mache, weiß ich noch nicht. Oh, schöner großer Strand mittlerweile. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. So. Hier noch ein bisschen. Ich übertreibe. So. Noch 3 und fertig. Kurz planschi, planschi. Sehr gut. Okay. Gut. Und als nächstes kommt dann das hier dran. Genau. Das wird dann für wunderschöne. Dieser Schrei. Für kleine Erdhöhlen benutzt. So. Ist der Wiedenstock wieder voll?
Nicht, nee, noch kein Wachs. Schade. Aber der ist nochmal voll. Warum der nicht voll ist, weiß ich nicht. Müsste hier vielleicht noch ein bisschen. So. So. Seht ihr, ich kann mich wieder nicht loseisen hier. Ups. So. Ups. So. So. Alles sehr gleichmäßig, das wird alles noch schöner. Will ja noch genug Platz haben, um da hinten dran zu laufen. Biene. Oh. Was ist denn damit? Eins, zwei, drei. Na. So. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei. Auch vier. So. So. Ah ja, das ist einer. Eins, zwei, drei, vier. So. Noch einen, hier noch einen. Okay, hier noch ein bisschen Gras. Das sieht noch ein bisschen öde aus an der Stelle. So. Den Rest spare ich mir auf. Hallo Füchse. Toll. Blubber, blubber. Das mache ich das nächste Mal auch noch, was ich davor hatte. Einen davon wollte ich mitnehmen. Und ich wollte mitnehmen zweimal. Was ist denn von mir? Ich nehme mal drei mit. So, guck mal, ich den Stein nicht aus Versehen an die falsche Stelle setze. Habe mir eine Stelle rausgesucht, damit das hier etwas schöner aussieht. Wollte ich einen haben. Ne? Genau. So. Ja. Schönes Grasbüschel. Hier.
Und hier hinten vielleicht noch ein bisschen. So. Kein hohes Gras, kein hohes Gras. Das ist die Regel. Aha. Dann könnt ihr nämlich hier auch noch mal ein bisschen. So, das sieht auch schon besser aus. Hier hinten auch. Da muss noch einiges rein. Aber das ist schon mal besser. So, 27 noch verbrauchen. Dann brauche ich jetzt noch 27, um diese Insel ein bisschen größer zu machen. Insel kann ja gar nicht groß genug sein, ne? Hass. So. Acht, sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei, Ausstieg, ja, Ausstieg. Die Fische, nein, sie werden alle ertrinken. So, oh ja. Ach, so. Gut, Karte noch schnell updaten. Geräusch, das ist super. Ich liebe es. Ich finde es so mega süß. Überall schlafen sie mit dem Bären im Maul. Auch nicht schlecht. So, geht nicht anders. Das sieht besser aus. Karte. Kleines bisschen. So. Genau, jetzt komme ich nämlich wirklich von diesem komplett. Ja, finde ich besser. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Von diesem länglichen Bild der Insel wollte ich halt weg. So. Jo. Ne? Hier noch eine kleine Ausbeulung. Vielleicht mache ich hier noch eine hin oder hier. Mal gucken. Könnt es auch hier spitz zu laufen lassen in die Richtung. Mal gucken. Und der ist jetzt auch schon mal nicht mehr so komplett am Rand. So. Strand hatte ich auch gerade schon, ja. So, ganz toll gemacht. Gut, dann sieht man jetzt so die Umrandung ein bisschen besser. Und... sehr gut. Ja, und an der Stelle wird es dann das nächste Mal weitergehen. Ich gehe nochmal auf meinen Aussichtsturm. Da war ich nämlich schon lange nicht mehr oben. Hier kriege ich denn noch Erdhöhlen. Mal gucken, hier oben vielleicht noch eine. Unten auf jeden Fall auf die Wiese zwei Stück. Eine. Ja. Hallo? So. Ich muss. Das ist unglaublich. Na, guck mal, was man hier jetzt mittlerweile sehen kann. Ich hab dich nicht aufgeweckt. Nein, guter Fuchs. Ja, hier sieht man mittlerweile auch einiges. Genau, hier den Wald gleich noch irgendwann noch ein bisschen, kleines bisschen ausbauen. So ein, zwei Bäumchen hier noch. Und dann kann ich das auch komplett in Ruhe lassen. Und hier vielleicht auch noch ein bisschen, das soll halt so wirken, als würde diese Hütte komplett im Wald stehen. Deswegen will ich nach hinten noch ein bisschen, da muss auch noch ein bisschen Baum hin. Genau. Und zwischendurch immer diese, also die drei Bäume halt hier quasi hin. Genau. Ja, wunderschön. Auch gut. So. Okay, damit soll es das für heute gewesen sein. Schöner Blick da hinten und dass man die Brücke ein bisschen sieht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.